Jo Freunde, was geht? Hier ist Relit und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Unity. Ja Freunde, so langsam kommen wir wirklich jetzt zur Hälfte an. Wir haben jetzt mit der Elise verhandelt, wegen ob sie jetzt Hilfe von uns bekommt oder nicht. Dann ist sie irgendwie in Gefahr geraten. Danach haben wir uns ja mit der getroffen. Und jetzt sind wir damit fertig geworden. Und ich würde sagen, wir machen jetzt die nächste Mission weiter. Was uns erwartet, weiß ich noch nicht. Deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Und ja, starten wir mal, ne? So, wie heißt es? Wie heißt die Sequenz? Ein Treffen mit Mirabeau. Ich habe vergessen, wer Mirabeau war. Aber wir sehen uns jetzt. Also, ich muss hoch. Hoch mit dir. Doch nicht da hoch. Oh, hoch. Übrigens, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Wie ihr seht, leider kann ich mein Schwert, meine Machete nicht rausholen, aber die heißt irgendwie anders. Ich habe den Namen leider vergessen. Die nimmt auf jeden Fall sehr viel Schaden weg. Als mit diesem Zahnstocher hier, die ich davor hatte. Ihr habt ja gesehen, ich hatte ja nur einen Zahnstocher zum Kämpfen gehabt, die kaum Schaden gemacht hat. Aber, wie auch immer. Gehen wir jetzt mal weiter hoch. Mirabeau ist ja unsere Großmeister. Stimmt. Elise? Der ist tot. Elise. Was soll das? Ich habe ihn so gefunden. Ich war es nicht. Natürlich nicht. Aber ich muss umgehend den Rat informieren. Sie können helfen. Nein! Die trauen mir ja eh nicht. Sie würden mich verdächtigen, und zwar sofort. Du hast recht. Natürlich hast du recht. Und was tun wir dann? Wir finden raus, was passiert ist. So, dann machen wir mal unser Adlerauge auf. Und suchen mal ein paar Hinweise. Oh, da haben wir schon den ersten Hinweis. Untersuchen. Vergiftet. Lass mich mal sehen. Akonit. Schwer nachzuweisen, wenn man nicht weiß, wonach man sucht. Beliebt bei den Templern, ja? Bei jedem, der mit einem Mord davonkommen will. Aber ja. Den Tatort oder so. Okay, eins von drei Hinweisen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt sofort mit dir sprechen soll. Untersuchen. Okay. Was ist das? Die Waffe, durch die dein Vater starb. Das ist ein Templer-Rangabzeichen. Wie kommt das hierher? Es erzählt Lügen. Die beschuldigen. Templer-Nadel? Templer-Gift? Erdrückend. Bravo! Du hast mich überführt. Mein gerissener Plan war es, den einzigen Assassinen zu ermorden, der mich nicht töten wollte, und dann abzuwarten, bis ich entdeckt werde. Nicht der einzige Assassine. Stimmt, verzeih. Aber du weißt, dass ich es nicht war. Ich glaube dir, die Bruderschaft jedoch. Dann lass uns den wahren Mörder finden, bevor... Okay, ein Hinweis fehlt noch, aber... Die kann es eigentlich nicht sein, weil das ist wirklich logisch. Weil der eine da... Der aussieht wie ein Italiener, ich habe seinen Namen jetzt auch wieder vergessen. Der wollte die unbedingt töten, aber er, also hier Mirabeau, der tot jetzt ist, wollte es ja nicht. Komisch. So, ist noch irgendein Hinweis? Da gibt es noch einen Hinweis. Ein Taschentuch. Anscheinend von einer Dame. Also...
Dann ist nur die Hälfte der Adligen von Paris verdächtig. Hm? Vielleicht erkennen die Bediensteten es wieder. So. Da ist noch was. Achso, da unten. Ja, dann komm! Wir werden den Fall nicht lösen, wenn wir nur hier herumstehen. Die Tür wurde nicht aufgebrochen. Also wurde der Mörder erwartet. Ein Gast vielleicht? Oder ein... Die hat eben gerade so komisch geguckt. Ist das auch ein Verdacht? Will die uns jetzt wieder das Gleiche sagen? Ja, ist ja gut, Mann. Komm jetzt. Wir werden den Fall nicht lösen, wenn wir nur hier herumstehen. Ja, Herr. Wart ihr den ganzen Tag hier? Nein, Herr. Ich kam um 4 Uhr, um nach der wöchentlichen Weinlieferung zu sehen. Ist jemand nach euch gekommen? Nur die junge, rothaarige Dame, Herr. Sie ging schnurstracks zum Büro meines Herrn. Und ihr wart nicht im Obergeschoss? Die wöchentliche Weinlieferung ist sehr umfangreich, Herr. Verstehe. Danke für eure Zeit. Den kann man immerhin noch verdächtigen, auch wenn er das nicht war. So, hier geht's nicht weiter runter. Doch, da geht's runter. Oh, wir haben einen Hinweis noch vergessen. Ich sehe den gerade da. Ich habe mich auch gefragt, warum kommt die denn nicht? Mann, nicht raus. Ist der doof? Ich habe eben einen Hinweis gesehen, da. Der war ein tiefer. Wo denn? Ey, Fahrschneider, ich war doch gerade da. Das ist ein Buch. Sieht aus, als hätte er Besuch erwartet. Wen? Meister Kemar. Meister Kemar? Dann gehen wir mal zum Meister Kemar. Ah, Monsieur Dorian, was kann ich für euch tun? Mirabeau ist tot. Tot? Ermordet. Ich wusste, dieser Waffenstillstand endet nicht gut. Ich muss den Rest des Rates einberufen, um das zu besprechen. Elise hatte nichts damit zu tun. Dafür bürge ich mit meinem Leben. Bitte, gebt mir etwas mehr Zeit. Ich finde den Mörder. Also gut. Ich gebe euch Zeit bis morgen früh. Nicht später. Mirabeau wurde vergiftet. Mit Akonit. Vergiftet? Muss ich betonen, dass dieses spezielle Mittel der Favorit der Templer ist? Müsst ihr nicht. Wo könnte man Akonit in so hoher Konzentration bekommen? Jeder Arzt kann es in verdünnter Form verschreiben. Ich nehme selbst eine Akonit-Tinktur für mein Herz. Es ist natürlich streng reglementiert, aber ich kenne einen Apotheker in Le Marais, der gern über solche gesetzliche Kleinigkeiten hinwegsieht. Danke.
Beschuldigen. Und? Ihr hattet Zugang zu Mirabeau. Ihr hattet öffentliche Meinungsverschiedenheiten mit ihm. Und ganz offensichtlich wisst ihr, wie man tötet. Doch ich habe auch so schlimme Gicht, dass ich kaum Treppen steigen kann. Und meine Augen werden mit jeder Woche trüber. Ganz zu schweigen von dem Dutzend Assassinenbrüder, die beschwören können, dass ich seit Tagesanbruch hier bin. Verzeiht mir, ich wollte nicht andeuten. Nein, ihr wolltet anklagen und habt dies stümperhaft getan. Und nun hört bitte auf, eure Zeit zu vergeuden und findet den wahren Mörder. Oui, Monsieur. Komisch. Hallo? Also die Elise war es nicht und Meister Kimmar war es auch nicht. Kimmar. Kihmar. Kihmar. Oh ne, müssen wir wieder auf die andere Rheinseite. Achso, ne. Zu die andere Seeseite ist ja nicht die Köln. Ist ja nicht in Köln, ne? Oder hier im Rheinland. Aber leider sind hier keine Boote da, wie da hinten hier. Leider ein bisschen zu weit gegangen. Ey, eine Truhe! Da sind aber Templer. Egal, ich nehme die. Oh, ich vergesse. Hier seht ihr, wie schnell ich einen töten kann mit dieser Machete. Die ist voll geil. So, wie viel Franc haben wir da? 300 Franc. Ist eine Menge, ne? Ich kann mich noch erinnern, bevor es ja Euro gab, bin ich immer mit meiner Familie zu Verwandten gefahren nach Frankreich. Und da gab es noch diese Franc, also vor den Euro, ist ja klar, ne? Aber diese Franc waren sahen auch so ziemlich interessant aus wie die D-Mark. Leider heute der Euro ist viel, viel anders. Ist ja alles gleich, ist ja klar. Nur andere Rückenzeichen oder Münzzeichen, wie es oder wie man das auch nennt. Aber wie auch immer, Franc war, fand ich auch eine interessante Währung, aber ob es die auch für die Bevölkerung gut war, weiß ich jetzt auch nicht. Nur als Neubürger, Neubesucher dieses Landes, kann ich nur sagen, war echt interessant. Ich dachte, du könntest Hilfe gebrauchen. Bonsoir. Ich frage mich, ob ihr... Nicht schon wieder. Gut gemacht. Wartet! Verdammt, kommt wieder zurück! Langsamer! Wartet! Ach so, oh, ich konnte da durchrutschen. Ich habe nur ein paar Fragen. Ah, ich hätte den Aufzug nehmen können. Egal. Ah, scheiße. Kennst du das nicht auf? Wäre gut, wenn es noch einen... Ah! Aber wenn ich ihn da jetzt nicht kriege. Jetzt.
Ich habe es keinem erzählt. Genau wie ihr wolltet. Wovon redet ihr denn da? Ihr gehört doch zu diesem anderen, oder? Dem mit der Kapuze. Erzählt mir von diesem anderen. Wer ist er? Ich weiß es nicht. Ich sah nie sein Gesicht. Ja! Er drohte mich zu töten, wenn ich ihm das Gift nicht gebe. Ich stellte keine Fragen. Ich habe nur eine kleine Menge auf Lager. Er hat alles genommen und mir gesagt, wo die zweite Dosis hin soll. Zweite Dosis? Hier! Mehr weiß ich nicht. Ich schwöre es! Verschwindet. Seht es als wunderbare Geschichte, um einst eure Enkel zu erschrecken. Nun? Du hattest recht. Er gab unserem mysteriösen Mörder das Gift. Und er sagte, der Mörder trug eine Kutte. Genau wie ich. Tja, in jeder Geschichte gibt es Licht und Schatten. Wenn wir von innen verraten wurden... Erklärt das, warum man es mir anhängen wollte. Hier, dorthin lieferte der Apotheker seine Waren. Worauf warten wir noch? Ein Treffen mit Mirabeau abgeschlossen. Ja, Freunde, damit sind wir jetzt durch. Leider habe ich keinen Aufzug geschafft, aber dafür bin ich über eine Sache untergetaucht, also durchgerutscht. Ja, Freunde, ich würde sagen, das war's mal wieder hier von dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall wie immer einen Daumen nach oben. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, Insta, Snapchat, Facebook. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Khalid und ciao.